quote. Nein. Es ist der unbekannte Regisseur der schnellen Kamera. Schafft er das oder schafft er es nicht? Was möchte er von mir? Meine Damen und Herren, ich muss jetzt meine Schulden einlösen. Die Wettschulden sind Ehrenschulden, das weiß ich. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Gerade war die Teufelsaustreibung, aber leider muss ich jetzt eine Pause einlegen. Das hier ist wichtig, das geht vor. Das habe ich Ihnen gestern versprochen. Bis gleich, meine Damen und Herren. Willkommen, meine Damen und Herren. Jetzt zu einer weiteren Ausgabe. Schafft er es oder schafft er es nicht? Gerade wurde ich von dem Unbekannten schon unterbrochen, wie wir gesehen haben. Während des Films Exorzist bei der Teufelsaustreibung mittendrin, das darf nicht wahr sein. Aber es ist so, der General Manager, beziehungsweise der Regisseur, hat das Sagen hier und ich bin da nur der Angestellte. Das ist ganz klar. Dafür werde ich bezahlt und jetzt halt muss ich meine Schulden einlösen, die Wettschulden, ja. Und es geht darum, dass ich diese Schuhe vom Regisseur putzen muss. Das sind nicht meine eigenen, nein, aber ich liebe sie trotzdem, es sind meine liebe Schuhe. Und die werden gleich geputzt, das ist ganz klar. Auf Hochglanz. Und dafür habe ich wieder das spezielle Instant Cleaner. Und das geht wunderbar. Die Schuhe sind zwar einer relativ sauber, man kann sie sehen. Aber sie müssen ja trotzdem nochmal geputzt werden. Das geht hier so. Oh, das macht Spaß. Einmal rundherum um die weißen Sohlen. Dann gibt es hier so einen Aufsatz. Eine Borsten und dann einfach mal rubbeln und schrubben. Das sieht gut aus, weil dann hier der Schmutz geht einfach ab. Ich war skeptisch am allerersten Mal, aber bei fettigen Flecken sind schwierig. Ich konnte es nicht glauben, aber jetzt vertraue ich nur noch diesem Produkt. So, damit wir es auch sehen können, lasse ich auch kurz hin. Wunderbar. Und das Ganze wird dann einfach mit einem Lappen abgewischt. Das sieht gut aus. Jawohl. Also den anderen Schuh, den muss ich nicht noch putzen, hat er gesagt. Dafür reicht die Sendezeit heute nicht mehr. Denn die letzte Sendung ging fast 15 Minuten. Musste sogar nochmal gekürzt werden. Ich musste zweimal hochladen, den Scheiß. Weil die erste Version zu lang war. Die ging über 15 Minuten. Und jetzt habe ich hier noch ein besonderes Spray, ein Sneaker Protector. Damit er nicht nass wird bei Regenschauern. Einfach drauf geben. Bei Bedarf wiederholen. Aber ich mach das nicht, wenn das zu nass ist. Deswegen muss ich nochmal drüber. Und das Wichtigste zum Schluss. Eigentlich sollte man das nicht unter freiem in einem Zimmer machen, sondern unter freiem Himmel am besten. Aber jetzt hat es mir egal, ich sprühe mal rein. Das ist hier ein Aktiv Formel S. Für Langzeitfrische, also das tötet wirklich die Bakterien ab und danach stinkt er nicht mehr. Ja, einmal reinsprühen kurz, einmal mehr, aber ich lasse es heute, denn ich möchte ja noch lebend herauskommen. So, wie gesagt, der Schuh ist sauber, meine Herren, die Herausforderung, die Wette wurde eingelöst, also die Wettschulden wurden eingelöst, beziehungsweise. Meine Damen und Herren, ich habe bestanden, wir sehen uns also nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, schafft er das oder schafft er es nicht, verbleiben wir so. And I quote! Was? Ich kann es nicht glauben. Das war der unbekannte Regisseur mal wieder. Was hat er jetzt wieder vorbereitet? Ich habe hier einen Fax bekommen. Und da steht... You're fired! Nein. Ich kann es nicht glauben, meine Herren. Sie werden es gleich sehen, was da drauf steht. Ich bin fassungslos. Und zwar das hier. Ich bin gefeuert worden. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Es kann nicht sein. Aber gut, so ist es normal. Es gibt keine Sendung mehr anscheinend. Schafft oder schafft es nicht. Nein, die Sendung wird abgesetzt, womöglich. Ich muss nochmal mit ihm reden am besten. And I quote! E-Mail, das gibt's doch nicht. Was hat er jetzt wieder zu sagen? Was? Er hat von den laufenden Sendungen auch Fotos von mir gemacht. Really? Das darf nicht sein. Ich habe Fotos von mir gemacht. Wie kann das sein? Aber gut, so schlimm werden die ja nicht sein. Danach werde ich sie eh alle löschen. Schau es mir mal an. Ich habe schon alles gesehen. Nein. Was habe ich noch nicht erlebt? Nein.
come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Take me back to the start.